Rang, Reputation und Prestige eines Fürsten waren in der Zeit des Absolutismus wichtige politische Faktoren. Daher war Friedrich III. Von Brandenburg sehr daran gelegen, Ranggleichheit mit zwei anderen Kurfürsten zu wahren, mit dem von Sachsen, der zugleich König von Polen war, und dem von Braunschweig-Lüneburg, der Anwärter auf den englischen Thron war. Da der Kaiser der Rangerhöhung jedoch niemals für ein Territorium innerhalb des Heiligen Römischen Reiches zugestimmt hätte, kam dafür nur das außerhalb von dessen Grenzen gelegene Herzogtum Preußen in Frage, zumal es seit 1657 kein polnisches Lehen mehr und Friedrich folglich sein Souverän war. Nach längeren Verhandlungen und der Zusage militärischer Unterstützung stimmte Kaiser Leopold I. der Erhebung des Herzogtums zum Königreich Preußen zu. Am 18. Januar 1701 krönte sich der Kurfürst in Königsberg selbst und nahm als Friedrich I. den Titel König in Preußen an. Die einschränkende Titulatur in Preußen wurde mit Rücksicht auf den König von Polen gewählt, da die Bezeichnung König von Preußen einen Herrschaftsanspruch auch auf die weiterhin unter polnischer Oberhoheit stehenden Teile Preußens, also auf das Ermland und die westlichen Teile des einstigen Ordensstaats, impliziert hätte. Als gebräuchlicher Name für alle von den brandenburgischen Hohenzollern regierten Gebiete, ob innerhalb oder außerhalb des Heiligen Römischen Reiches gelegen, setzte sich im Verlauf des 18. Jahrhunderts der des ranghöheren Preußen durch. Amtliche Bezeichnungen waren zunächst die preußischen Staaten, die Staaten des Königs von Preußen oder königlich preußische Staaten. Leopold I., aus dem Hause Habsburg, geboren als Leopold Ignaz Josef Balthasar Franz Felician, war von 1658 bis 1705 Kaiser des Heiligen Römischen Reiches sowie König in Germanien, Ungarn, ab 1655, Böhmen, ab 1656, Kroatien und Slawonien, ab 1657. Machtpolitisch stand seine Regierungszeit im Westen ganz im Zeichen der Abwehr der französischen Expansion unter Ludwig XIV. Kraft eines Vertrags vom 16. November 1700 hatte sich Kurfürst Friedrich III. verpflichtet, für den bevorstehenden spanischen Erbfolgekrieg dem ein Kontingent von 8000 Mann zu stellen. Im Gegenzug sicherte ihm der Kaiser die reichs- und europaweite Anerkennung seiner zukünftigen Selbstkrönung zum König in Preußen zu. Die Krönung fand am 18. Januar 1701 in Königsberg statt und ab April 1701 marschierte das nun königlich preußische Kontingent am Niederrhein bei Wesel auf. Im April 1702 beteiligte es sich bei der Belagerung von Kaiserswerth erstmals an den Feindseligkeiten. Also schnappten sich die Soldaten ihre Gewehre und marschierten zum Schlachtfeld. Schlägt und schmettert Ratterplan Don Deriborn. Der Hauptmann murrt und wettert Ratterplan Don Deriborn. Die Trommel schlägt und schmettert Ratterplan Don Deriborn. Der Hauptmann murrt und wettert Ratterplan Don Deriborn. Fahnen knattern hell, wehen in dem Wind, frisch vorangesellt, komm mit uns geschwind, es gilt die neue Welt. Die neue Zeit kommt morgen, Ratterplan Don Diridon. Soldat kennt keine Sorgen, Ratterplan Don Diridon. Hinter uns vergeht, was noch gestern galt. Rote Sonne steht abends überm Wald. Die Nacht steht schwarz im Dunkeln, Ratterplan Don Diridon. Doch unsere Sterne funkeln, Ratterplan Don Diridon. Feuer weit und breit,
leuchten übers Feld. Und die Männlichkeit stirbt nicht in der Welt. Unser Herz ist fest und jung. Kamerad, lass uns nur ziehen. Rata, Blandon, Diridon. Scheust du auch Not und Mühen? Rata, Blandon, Diridon. Neue Welt ist Not. Und sie bricht herein. Wollen beim Abendrot überm Berge sein. Dann trifft auf uns die Ruhe. Und sie bricht herein, wollt beim Abendrot überm Berge sein. Dann trifft auf uns die Ruhe. Und sie bricht herein, wollt beim Abendrot überm Berge sein.